So Leute, was geht? Wir sind jetzt bei der letzten Schulterübung, die wir mit diesen verdammten Bändern ausführen. Ja, wenn ihr mehr von Tobi erfahren wollt, dann checkt einfach mal unten die Page aus. Video Nummer 9 schon. Ja. Wir hatten jetzt gerade einen Fokus auf den mittleren Schulter, ja, also auf die mittleren Schulterpartie. Bam, um hier seitlich breiter zu werden. Die hintere Schulter ist natürlich auch extrem wichtig. Da haben wir jetzt zwei richtig geile Übungen, auch wieder konstante Spannung. Wiederholungsbereich soll zwischen 10 bis 15 Wiederholungen liegen. Zeigt euch beiden Dinge mal vor und sagt, auf was man da Acht geben muss, Leute. Und ich trinke jetzt erstmal ein bisschen Wasser, weil das für mich auch so wichtig wäre im Training. So sieht's aus. Und zwar hintere Schulter ist bei den meisten wirklich ein Defizit. Und zwar, wenn ihr euch mal die Schulter wirklich anschaut, ihr wollt wirklich hier diese hintere Portion der Schulter, ja? Die wollt ihr bearbeiten. Weil ihr habt beim Bankdrücken zum Beispiel, habt ihr schon so viel vordere Schulter mit dabei. Ihr müsst mal, schaut euch mal im Gym um, schaut mal bei euren Kumpels. Die vordere Schulter, die dominiert in 90% der Fälle. Das heißt, wir wollen jetzt die hintere Schulter richtig gut hinten. Das heißt, wir machen die Facepull-Variante davon. Wir legen das Band einfach ungefähr auf Gesichtshöhe um die Stange rum. Gehen auf Vorspannung. Und ich bin auch hier in den Beinen, bin ich leicht eingefedert, ja? Also ich stehe nicht ganz durchgedrückt, ich bin leicht eingefedert, bin auch auf Spannung, okay? Brust raus, Dehnung und Pull. Also richtig schön zum Gesicht ziehen, die Hände. So, die Power auch richtig schön aus der hinteren Schulter. Ja, schön nach vorne und richtig Pull und noch ein bisschen mehr Pull, okay? Das heißt, wenn ihr denkt, ihr seid ganz hinten, dann geht meistens noch mal ein paar Zentimeter Pull und kontrolliert auch nach vorne, ja? Ihr wollt auch die Negative schön mitnehmen. So, erste Übung, wie gesagt. Könnt ihr drei Sätze machen, 10 bis 15 Wiederholungen. Dann trete ich jetzt hier direkt einfach raus. Stelle mich unten nochmal drauf aufs Band. Nehme es schön parallel. So. Und habe jetzt hier die Möglichkeit, schön mit dem Oberkörper auch nach vorne zu gehen. Ja? Das heißt, ihr könnt entweder so stehen, wenn ihr aber auch möchtet, mit beiden. So. Und dann könnt ihr hier richtig schön ziehen, okay? Ihr seht, fällt mir schon ziemlich schwer, also der Widerstand ist schon ziemlich krass. Das heißt, wenn ich nur mit einem Fuß draufstehe, ist es etwas leichter, weil der Weg kürzer ist. Ihr könnt auch wahlweise nur mit einer Portion des Bandes ziehen. Sieht dann so aus. Wie gesagt, dabei ist auch wichtig, dass ihr unten möglichst auch noch die Spannung drauf habt. Das ist ja gerade der Vorteil von den Dingern hier. Unten auch noch die Spannung drauf haben, oben schön kontrahieren, auch wieder 10 bis 15 Reps. So, das war jetzt der Teil für die hintere Schulter. Viel Spaß beim Nachtrainieren. Ciao.